Servus und hallo, hier ist die neue Ausgabe der Stuggi Show an diesem Dienstagabend. Wir wollen euch heute die ultimativen Tipps für die kalte Jahreszeit mitgeben. Wie haltet ihr euch fit gegen Bakterien und Viren, die gerade durch die U-Bahn fliegen? Aber zunächst wollen wir der Frage nachgehen, wer geht eigentlich noch ins Theater? Wir haben uns dazu einen Studiogast hier eingeladen. Er ist Schauspieler Tobias Wagenblas und wird gleich hier bei uns zu Gast sein. Aber zunächst die Frage an Isabel, gehst du eigentlich noch ins Theater? Ja, ich muss gestehen, ich gehöre jetzt auch nicht unbedingt zu den Leuten, die so oft ins Theater gehen. Wie sieht denn da die Lage in Stuttgart aus? Im Theater? Oha, also wer geht noch ins Theater? Also jetzt in unserem Jahrhundert. Oh Gott. Noch nie. Ich auch noch nie im Theater. Ja, heutzutage tun sich die Kinder eh irgendwie anders vergnügen mit Internet, Handys, gibt's ja alles Mögliche jetzt schon. Theater ist einfach langweilig, weil es gibt nicht so Superstars, wie jetzt in amerikanischen Filmen. Es gibt es einfach nicht und deswegen ist es langweilig. Theater ist echt schon schön. So viel einmal im Monat oder einmal im Jahr zum Geburtstag hinzugehen, ist echt schön. Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, dann gehe ich dann schon eher ins Kino anstatt da irgendwie ins Theater zu gehen und da irgendwas anzuschauen. Okay, man hockt da jetzt auch rum und guckt da auch nur nach vorne, aber macht halt mehr Spaß und ja. Ich denke, es ist auch die bequemere Variante, weil Theater dann doch meist irgendwie nicht nur oberflächlich sind, sondern auch mitdenken musst. Und in einem Film ist mehr so, stehst du? Ja, wenn ein Theaterschauspieler sowas sieht, dann muss er sich schon ein bisschen gekränkt fühlen, oder? Herzlich willkommen, Tobias Wagenblas bei uns im Studio. Hallo. Was denkst du zu diesen Ausschnitten? Ja, natürlich sehr hart für mich, muss man schon sagen. So wenige Leute im Theater, das kränkt natürlich. Was glaubst du, woran liegt es, dass Theater so unattraktiv ist für junge Leute? Das würde ich sagen, ist einfach an der eigenen Erfahrung, die die nicht gemacht haben. So auf der Bühne stehen, das gibt einem Menschen viel. Und dieses Kino erlebt natürlich jetzt jeder viel stärker durch eben Blockbuster, die jetzt durch die Medien gehen, die größer angepriesen werden durch Werbung und alle möglichen Stars, die da durchgehen. Klar, wie der eine eben es gesagt hat, es gibt keine großartigen Stars im Theater, aber es ist hautnah, es ist trotzdem Schauspiel, es sind genauso Schauspieler, die da auf der Bühne unterwegs sind und alles geben, genauso wie im Film und ja. Du bist ein sehr junger Schauspieler, auch hier in Stuttgart die Ausbildung Danke. Gemacht. Ja, muss man schon sagen. Und die Frage von meiner Seite wäre, wie bist du denn überhaupt auf diesen Zweig gekommen? Also wie hast du diese Affinität zum Theater entwickelt? Ja, das war total spontan. Ich habe das überhaupt gar nicht davor so in Betracht gezogen, zum Theater zu gehen. Hab dann, als die Entscheidung kam, was machst du mit deinem Leben, was fängst du an, wo gehst du hin, habe ich einfach mal so grob übereinander gestellt, was kann ich, was will ich? Theater. Und da stand Theater ganz oben, ja. Und habe dann direkt einfach probiert, hier in Stuttgart, habe mich beworben, bin direkt genommen worden, war baff und habe gedacht, ja, dann probier mal aus. Und bin geblieben, habe es nicht bereut und bis heute und freue mich immer noch. Ja. Macht einfach Spaß. Und du machst gerade auch was sehr Erfolgreiches, nämlich Lockstoff. Das ist ein sehr experimentelles Theater, nämlich im öffentlichen Raum. Und das Ding läuft verdammt gut, also es ist komplett ausverkauft. Durchaus. Was macht den Erfolg aus von diesem Lockstoff, von dieser neuen Form des Theaterspielens? Ich glaube, die Nähe, die das Theater dem Publikum geben kann, dass dadurch, dass wir im öffentlichen Raum, wir sind jetzt in der U-Bahn, ist natürlich total ungewöhnlich, wer erwartet schon Theater in der U-Bahn, aber das ist so der direkte Bezug und wir haben enorm viel gutes Feedback bekommen, auch von Jugendlichen, die jetzt dann uns plötzlich bei den Proben gesehen haben und gesagt haben, Leute, das ist total spannend, was ihr da macht. Was ist das? Also ihr spielt tatsächlich an der U-Bahn-Station und fahrt mit einer speziellen Linie dann auch eine gewisse Strecke entlang. Ja, genau. Wir spielen an der U-Bahn-Station und in der U-Bahn während der Fahrt. Diverse Szenen natürlich, Bezug auf Otto Dix und die Stadt Stuttgart durch die Linie Dix, die durch Stuttgart fährt und natürlich das Bild von Stuttgart so präsentiert.
Und diese Geschichte ist auch schon komplett ausverkauft, also das aktuelle Programm Linie Dix läuft sehr gut. Aber wir haben eventuell noch die letzte Möglichkeit, mit dabei zu sein. Wir verlosen ein spezielles Angebot. Mehr Infos findet ihr direkt unter der Videobeschreibung dazu. Dann kommen wir nochmal zu einem Thema, was gerade viele Leute bewegt. Das Thema Erkältung etc. Steht an. Was ist denn das Geräusch, was du am häufigsten hörst, wenn du durch die U-Bahn fährst oder mit der U-Bahn fährst? Verzeihung. Man sieht den Schauspieler in dir sehr gut. Und auch unsere Reporterin Celine hat sich auf den Weg gemacht, um drei spezielle Typen zu finden, die sagen, ich gehe mit einer ganz speziellen Haltung durch den Winter. Und das hier hat sie rausgefunden. Heute bin ich als allererstes bei der Mara zu Besuch. Wir werden heute zusammen ihre selbstgemachten Shakes vorbereiten. Und das sieht alles schon super frisch und lecker aus. Was kommt denn alles in deinen Shake rein? Also, ich werde heute mit dir den Hotshot-Smoothie machen und dazu gehört dieser Romana-Salat, eine Orange, eine Zitrone und natürlich Brokkolisprossen und was haben wir hier noch? Ananas. Genau, und ein bisschen Pfeffer. Sieht gut aus, oder? Ja. Aber was glaubst du denn, was deine Vitamine bewirken im Winter? Also sie stärkt natürlich auf jeden Fall das Immunsystem. Ich meine, es ist eine Menge Zitrone drin, auch Orange, viel Vitamin C. Und ich bin sowieso der Meinung, dass man einfach auf jeden Fall fit und gesund durch den Winter geht, wenn man Vitamine zu sich nimmt. So, nach der kleinen Stärkung werde ich jetzt beim Flo vorbeischauen und mit ihm eine Runde joggen gehen. Und ich hoffe, er hängt mich nicht direkt ab. Also es ist schon eine gute Methode, um sich fit zu halten, um sein Immunsystem auf Trab zu halten. Aber manchmal, wenn es draußen dann ziemlich kalt ist, erkältet man sich auch ziemlich schnell. Also ich muss sagen, ich habe vor Flo's Methode, sich im Winter fit zu halten, wirklich Respekt. Aber für mich wäre das absolut gar nichts, weil ich mich nicht aufraffen könnte, bei den Temperaturen nach draußen zu gehen. Deshalb werde ich jetzt bei der Sissi vorbeischauen. Sie ist unsere Couch-Potato und macht absolut gar nichts, um sich im Winter fit zu halten. Ja, ich bin halt nicht so der sportliche Typ und ich glaube halt dran, dass man am besten durch den Winter kommt, wenn man halt richtig glücklich ist und dann auch gesund durch den Winter kommt und ich bin halt am glücklichsten im Bett. Okay, und was gehört bei dir so zum typischen Gammeltag dazu? Also eine gute DVD gehört dazu und was Leckeres zum Essen. Ich lasse mir zum Beispiel eine Pizza kommen oder so und wenn das Wetter draußen schlecht ist, dann ist es natürlich am besten, weil dann ist es am gemütlichsten in meinem Bett. Ja, gemütlich ist es hier wirklich und ihr habt gesehen, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man fit, gesund oder glücklich einfach durch den Winter kommt. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, dann schreibt uns gerne auf Facebook und damit gebe ich jetzt zurück zu David ins Studio. Ja, Couch-Potato, Sportfanatiker oder Vitamin-Junkie. Tobias, wo würdest du dich einordnen? Ich würde sagen, ich bin eine Mischung aus A und B. Ich bin bewusst Ernährer und Sportler. Okay. Und würde ich dem Florian, würde ich gleich mitjoggen, okay. Und einen anständigen Shake dazu, da bin ich dabei. Vielleicht stellen wir den Kontakt zu beiden her, dann könnte ein gutes Netzwerk entstehen. Ja. Nicht ganz so fit, ja, man weiß nicht, aber waren die Spieler des VfB am vergangenen Samstagnachmittag. Es gab eine deftige Niederlage, 0-4 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, das war schon bitter. Wir hoffen am kommenden Samstag um 18.30 Uhr beim Auswärtsspiel bei Werder Bremen wird es da wieder ein bisschen besser. Drücken den Jungs die Daumen. Tobias, ich weiß nicht, Fußball, interessierst du dich dafür oder sagst du? Immer mal wieder. Immer wieder? Immer mal wieder. Bist du so der klassische WM-Zuschauer, der dann... Nee. Ich bin der Kneipenschauer. Der Kneipenschauer. Ja, genau. Ein Bierchen und dann läuft der Fernseher nebenbei und dann kommt Fußball. Da bist du dann wieder die Couch-Potato. Also vielleicht, nicht ganz, aber der Kneipenzuschauer. Couch-Trinker. Couch-Trinker. Könnte man auch noch eine neue Kategorie aufnehmen. Ja, dann noch der Hinweis für euch für die nächsten Tage, wie es mit dem Wetter aussieht, unser neuer Service. Mittwoch Höchsttemperatur 8 Grad. Das sieht schon verdammt nach Winter aus. Donnerstag ein bisschen wärmer bei 11 Grad. Und am Freitag gibt es dann vereinzelte Schauer und 7 bis 13 Grad. Also
Jacken anziehen und den Beitrag nochmal ganz genau angucken. Vielleicht helfen die Vitamine und das Sportmachen in jedem Fall. So, zum Ende noch eine Bitte von unserer Seite. Ihr habt die allerletzte Chance, für uns abzustimmen beim Wettbewerb Echt gut vom Land Baden-Württemberg. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr noch unsere Stimme gibt. Den direkten Link haben wir auch eingeblendet. Und ich bedanke mich bei unserem Studiogast. Tobias, vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Wir sehen uns eventuell dann bei Lockstoff. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg damit. Danke. Gerne. Und wir sehen uns nächste Woche dann wieder, wenn ihr wollt, um 18 Uhr bei Studio TV. Macht's gut. Tschüss und ciao.